im Sturm. Oh, 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 oh. Ja, Mocky, aber jetzt geht's los, ne? Ich bin jetzt auf. Also jetzt geht's los, das muss ich mir doch jetzt nicht allein retten. Das ist alles deine Schuld. Tasche wieder! Masse und seine Probleme, oh oh yeah. Masse im Sturm, oh yeah. Haben Sie einen Medikamentenplan? Ja, habe ich. Ich nehme die regelmäßig jeden Abend. Nur am Abend müssen Sie was einnehmen? Ja, ich muss zu jeden Abend einnehmen. Und die mache ich auch regelmäßig, nehme ich die ein. Was heißt regelmäßig? Na, die Tabletten. Immer 18 Uhr soll ich die einnehmen. Täglich? Täglich, genau. Jeden Abend. Das ist aber... Das ist wahrscheinlich eine Placebo-Pille. Was? Nee, alles gut. Matze, wo fühlst du dich denn mehr wohl? Alleine oder unter Menschen? Alleine. Alleine. Okay. Naja, das sind ja alle schon Fragen, die wir schon... Augenblick mal bitte. Hallo? Ja, hallo, hier ist Bianca. Wo? Matze, ja. Kennen Sie Bianca? Nein, ich kann. Wir können kurz. Wir haben gerade die Frau. Ich rufe dich gleich. Okay, also, aufgrund der Nutzungsbedingungen konnten wir Matze orten. Wo ist der Patient hin? Ich habe jetzt gerade was verpasst, Leute. Lisa war am Telefon. Matze hat uns verlassen. Aufgrund der... Wort das Bianca! Bitte was? Wort das Bianca. Mensch, das war Lisa. Die hat gesagt Bianca! Nein! Oh, mir platzt der Kragen. Oh, mir auch. Okay. Ich muss mir nur das Verhalten aufschreiben. Nein! Da, wieder Bianca. Bianca ruft an. Aufgrund von datenschutztechnischen Gründen ist es uns nicht gestattet, die Räumlichkeiten der Patienten vor der Kamera zu präsentieren. Hallo? Also man muss bedenken, das ist ein isolierter und geschützter Bereich. Das sieht von außen aus. Ich brauche keiner schützen. Dr. Hallo zu. Ich weiß gerade gar nicht, wer da am Telefon ist, verdammt nochmal. Wer ist denn da? Dr. Mahu Bongo. Mahu und mein Mann heißt Bongo. Lisa, ja. Na, ich heiße auch Kongkong. Bongo. Gongong. Er ist Koreaner. Gerade selber interessiert bin ich. Übrigens ist es auch ein Physiotherapeut. Na, ich brauche sowas nicht, hallo. Nee. Ja. Hier, so viele Formalitäten. Also, die Sache ist die, auf die ich, also ich habe gestern... Ist das ein Überweisungsschein? Ein Überweisungsträger, ja. Ja, super, dann brauche ich ja gar nichts mit den Formalitäten, wenn wir einen Überweisungsträger haben. Perfekt. So sieht's aus. Ja. Matze, hör auf zu popeln. Du sollst deine Tabletten nehmen. Also sag mal. Ja. Nein! Also das machen unsere Schwestern, um Patienten wie Matze mit ADHS-Störungen etwas runterzubringen.
Mich kann keiner runterbringen. Ach, das hat ihm doch gefallen, Matze. Ich bin nicht fremd. I get it how I live it. I live it how I get it. From the motherfucking digits. I pull it with a lemon. Bei uns gibt's auch Tanzkurse. Haben Sie vielleicht Fieber? Brauchen Sie vielleicht mal Hilfe? Gucke mal hier bei Benzer. Sie braucht Hilfe, sie hat Zuckung. Was ist das denn, was sie da die ganze Zeit macht? Matze, denkst du, Benson und ich waren noch nicht in Kontakt? Benson wird von mir gesteuert. Ich wäre auch von ihr gesteuert. Ich drücke einen Knopf und sie bekommt einen kleinen Schlag. Ja, dann drück mal einen Knopf. Das ist mein Fuß. Matze, wie kann ich dir noch helfen? Gibt's irgendwas, gegen was du allergisch bist? Das ist auch wichtig zu wissen. Wir werden alle verrückt durch Matze. Matze, hast du Allergien? Ja, gegen Krankenhaus. Verstehe ich, habe ich auch. Hast du weitere Allergien? Ja, so welche Frauen wie dich. Das sind psychische Störungen, aber nicht Allergie. Ich meine, hast du Allergien in Form von Juckreiz, Schnupfen? Ja. Ja. Trockenen Hals? Ja, habe ich. Auf was reagierst du denn? Es ist okay, wenn ich dich duze, Matze. Nein! Okay, dann bleiben wir bei sie. Geh raus aus meiner Leitung. Frau Doktor, das geht schon die ganze Zeit so. Ich habe das nicht mehr im Griff. Ich habe das nicht mehr im Griff. Ich verstehe. Es gefällt Ihnen selber und Sie fühlen sich geborgen. Ja, mir wird es nicht gefallen bei Ihnen. Ich komme nicht zu Ihnen rein. Nee. Warum denn nicht, Matze? Nein. Besser dort als in der Psychiatrie, in der weißen Kluft, Mensch. Du wirst gut versorgt, Matze. Diese ganzen Faxen, die du gerade machst, Matze, die werden aufhören. Das verspreche ich dir. Du wirst dich wie ein neuer Mensch fühlen. Und ich kann dir auch sagen, dass dein Stuhlgang sich wieder regulieren wird und du wieder schöne Würstchen ausstoßen kannst. Einmal ist das denn alles noch normal, sag einmal. Hast du es geschluckt? Ich werde erstmal mit Marihuana ansetzen. Das ist pflanzlich und sollte ihn erstmal runterbringen. Mein Telefon schellt ununterbrochen. David, das ist schön! 39 Rosen! Ununterbrochen, Leute. Ich brauch keine Therapie. Du brauchst einen fetten Joint. Kannst du alleine rauchen? Jetzt alles mal zwei. Gleich. Ja. Alles mal zwei! Und steht nicht jetzt still. Hast du gerade das Papierstück. War das Papier oder Esspapier? Hast du uns hops genommen? Das war Papier. Esspapier. Oder echtes. Also Blattpapier oder Esspapier? Echtes mit Schrift! Ach du meine Güte! Dankeschön. Echtes mit... Wie tust du das? Dankeschön! Warum brüllt denn der so, Mensch? Das ist jetzt in meinen Marken. Schmier doch das nächste Mal Butter drauf, ey, dann ist nicht so trocken. Mhm.
Also dieser Raum wird neu hergerichtet. Können wir dem Matze mal das Maul stopfen da unten? Genau, dieser Raum war ziemlich mitgenommen aufgrund von einem Patienten, der sich Depressionsprobleme hatte und sehr viel zerstört hat. Du zu schreien! Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass der so brüllt. Nee, da ist nur der Sauger drauf. Wir sind die Therapeuten. Das ist für die Lüftung. Manchmal muss man etwas reinhart stecken. Ja, ihr kennt doch alle den Film Scary Movie. Matze, was ist denn los? Warum bist du jetzt so still? Die Frau ist krank. Die Frau ist krank. Matze, der Einzige, der... Das sagen alle kranken Menschen. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das sagen alle kranken Menschen, dass andere krank sind. Mein Leben. Mein Leben! Pow, 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 pow! Keine Zeit für euch. Jetzt keine Zeit für euch. Matze, hast du manchmal Durchfall? Ruhe jetzt! Ich will Isabel zurückschreiben. Unverträglichkeiten. Ruhe jetzt! Ich will Isabel zurückschreiben. Amore, mi amor. Matze, bist du nicht multitaskingfähig? Ruhe jetzt, sonst denkt die, bei mir ist eine andere Frau. Kannst du mal aufhören zu labern? Du hast ja auch gerade zwei andere Frauen. Ruhe jetzt, sonst denkt die, ich gehe fremd. Ach Matze, jetzt komm. Ruhe jetzt. Nee, komm. Ruhe. Es hält doch keiner freiwillig aus. Ja, keine Ahnung, Muki und Benzer, die will mich in online Klinik stecken, keine Ahnung, die reizen mich mit wie Anker immer, weißt du? Also, ich weiß es nicht, Schatz. Ja, natürlich. Ist es die Anschrift noch dieselbe? Natürlich machen wir. Wir haben übrigens noch ein paar Leckereien von Ostern. Möchten Sie was haben? Ja, alles immer wegen Matze hier, immer. Die Tür steht Ihnen immer offen, wenn Sie Not haben oder es Ihnen mal nicht gut geht. Die Tür ist für Sie immer offen. Ja. Hallo? Ja, hallo, ist Isabel noch bei dir? Hallo, wer ist da? Ist er jetzt? Wer ist denn da? Sie haben sich verwählt. Hier. Oh nein, hier ist das Zeug. Auf Wiederhören. Da ist nicht dein Ernst. Da hat sich jemand verwählt. Wir können weitermachen. Weiter im Programm. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht euer Ernst. Ruhe jetzt! Isabel, was ist mit dem Namen mit B? Ja? Er hört wieder nur, was er hören will. Und Mocky, seit wann haben Sie Kontakt mit Matze? Geht nicht dran. Mensch, immer hier diese... Nein, sie sind mit durch einen steinigen Weg gegangen, um... Leute, alle den tippen! Weg gehen zu können, nein, den sie heute leben. Sein. Ooh.
Matze im Sturm.